Hallo, hallo. Test. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Nehme ich auch da als Test her. Mal schauen, wie gut das ist. Weil beim anderen hat es bei hohen Geschwindigkeiten, da kam so ein Knacken. Ich weiß aber nicht, ob das am Mikrofon lag oder irgendwie am Adapter oder an sonst irgendwas. Da teste ich heute mal das neue Mikrofon. Aber darum geht es heute gar nicht. Worum es heute geht, nach dem Intro. Worum es heute geht, ein kleines Fazit von Kroatien, der kleinen Zusammenfassung. Wie es denn war, mit dir unten zu fahren und die Folgen daraus. Also die Folgen könnt ihr vielleicht schon sehen, zwei Taschen, auf die ich später nochmal drauf eingehe. Und warum ich mir die geholt habe. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut es mal unten in die Infobeschreibung oder oben rechts. Da habe ich es euch verlinkt. Und wie man in den Videos gesehen hat, bin ich hier in Kroatien das ein oder andere Mal auch mal abseits der Straße gefahren. In der Stadt war ja auch mit dir. Ob sich's lohnt, mit dem Motorrad nach Kroatien, kann ich sagen, definitiv ja, es lohnt sich, aber nur bedingt. Wer jetzt irgendwie Supermoto unterwegs ist oder mit dem normalen Motorrad oder einfach auf der Straße fährt, auf alle Fälle, die Straßen sind vielleicht unten nicht die besten, aber wenn ihr in die Stadt wollt, definitiv ein immenser Pluspunkt, weil in der Stadt oder in den Städten da unten, ich war ja in mehrere, mit dem Auto absolut keine Chance und werden musst außerhalb parken, da bist du mit dem Moped schon definitiv viel, viel besser dran. Kannst weit, weit vorfahren, Moped-Stellplätze wie bei uns auch, gar kein Problem. Kann ich nur empfehlen, fahrt den Moped runter, da macht ihr keinen Fehler. Die Folgen daraus, oder warum ich die zwei Taschen dran habe, ist ganz einfach. Als ich unten war, habe ich leider gemerkt oder verpasst, daheim meine Bremsflüssigkeit zu checken, die hintere. Werkzeug hatte ich zwar dabei, aber nicht das richtige. Und dass ich das richtige Werkzeug immer dabei habe, kamen die beiden Taschen dazu, als quasi Standardausrüstung, wie ich es mit der Warnweste und mit dem Verbandsdreieck für Österreich habe oder auch in manchen anderen Ländern, ist ja mittlerweile Pflicht. Könnt ihr im Vorstellungsvideo von der hier sehen. Link ebenfalls unten in der Beschreibung. Was ist denn? Schaut es euch gerne mal an. Und auf alle Fälle, wenn irgendwas ist, irgendwie auf der Reise, wenn ich so mit dem Motorrad unterwegs bin, hätte ich es glaube ich auch, ich glaube, 3-4 Mal schon brauchen können, Bordwerkzeug. Und ich drehe um. Kann ich hier umdrehen? Ich hätte es mir ja denken können. Anyways, mit in den beiden Taschen habe ich mein passendes Werkzeug dabei. Für unterwegs, wenn irgendwas sein sollte, dass ich eine Not-OP durchführen kann. Ich habe jetzt nicht das Zeug zum Reifenwechsel dabei. Brauche ich aber auch nicht, hoffentlich, toi toi toi. Aber so für den Erstangriff habe ich alles dabei. Wollte ich mir schon vor längerer Zeit was zusammenstellen, aber keine Ahnung, ich kam nie dazu. Und erst dann in Kroatien, als ich es wirklich gebraucht habe, habe ich mich mal hingesetzt, im Internet kundig gemacht gehabt, Taschen gesehen, bestellt. Einmal für Lenker und einmal für einen Frontfender. Zeige euch später nochmal, wie die befestigt sind, als kleines Update, was nach Kroatien dazugekommen ist. Nochmal kurz zurück zu Kroatien. Motorrad macht's. Ihr seid da in keinem Nachteil. Und dann diejenigen, die Enduro fahren wollen, ja, würde ich empfehlen, vielleicht eine geführte Tour unten machen. Da gibt es ja auch ein paar Anbieter. Einer war sogar nicht weit weg, wo ich war, wo unsere Ferienwohnung war. Weil ansonsten, wo ich gefahren bin, über Felder, durch das Tal, habe ich nicht gewusst, darf ich da fahren, wem gehört das, wie reagieren die Menschen, Ausland, ich kann die Sprache nicht und es ist, ja, tricky. Hätte, hätte, Fahrradkette, ist ja auch egal. Nur ein kleiner Tipp meinerseits. Ich war in Istrien, da hat es jetzt nicht so viel gegeben im Vergleich zu der Italienwoche. Eher ja, Flachland, Italien, Norditalien, Gardasee. Eher mehr alpinistisch, Pässe, Alpen, schöne Aussichten. Ich hatte das Glück, wir hatten die Möglichkeit, einen Anhänger zu ziehen, wo ich das Moped draufladen kann. War ein bisschen entspannter und es war kein reiner Motorradurlaub.
Ich habe das Motorrad nur als Gimmick dabei gehabt, als Spaßfahrzeug. Und ich glaube, die sehenswerten Plätze in Kroatien ist, glaube ich, entweder, ich habe was gelesen gehabt von Südkroatien, soll es ein oder zwei Straßen geben, Panoramastraße, soll schön sein zum Motorradfahren. Aber eher mir so, ja, Südkroatien, jetzt nicht die Ecke, wo ich war. Und was man noch fahren könnte in Kroatien als Enduro, wäre natürlich der altbekannte TET Trans Euro Trail, der einmal quer durch Europa geht. Das wäre auf alle Fälle noch eine Empfehlung wert. Aber irgendwie den Trans Euro Trail zu fahren, hätte ich mega Bock drauf. Wir sind noch auf dem Weg zu einer Lokalität. Dann stellt ihr euch die Taschen vor. Ich melde mich gleich nochmal. So Leute, am Spot angekommen. Jetzt zeige ich euch doch kurz die Taschen. Das sind die zwei Taschen mit Werkzeug. Eine kleine, eine große. Ich sage einfach nur das Nötigste. Schraubenzieher, Kabelbinder, paar Schlüssel, Messer, Messerklingen. Befestigt ist das Ganze mit vier Schrauben. Ist schon ziemlich fest, wasserdicht. Ein kleines zusätzliches Gimmick. Die vordere Tasche befestigt am Frontfender oder Kotflügel einfach viermal, ich weiß nicht, ob man sieht, draufgesteckt, auf dem Kotflügel festgezurrt mit den vier Gurte. Kann man auf der Seite aufmachen. Auch wasserdicht und wie man sieht, Imbusschlüssel, Messer und lauter Krimskrams, was man zur Erstversorgung brauchen könnte. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht den Motor zerlegen und eine Revision machen. Aber so fürs Erste, wenn wirklich was ist, Gott bewahre. Passt auch schon, ja, doch, einiges rein. Bin ich zufrieden. Das Ganze kann man einfach auch ganz easy und bequem abnehmen. Nur gesteckt im Frontfender. Vielleicht jetzt nichts für Supermotos, zwecks der Optik. Aber an der Enduro finde ich, kann man es mal machen, wenn man mal unterwegs ist. Auch mal im Nirgendwo. Wie gesagt, es passt ein bisschen was rein. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Dann räumen wir das Ganze wieder zusammen. Auf der Seite wieder zusammen klippen. Nummer 1. Nummer 2. Und dann das Ganze wieder draufstecken. Hoppla! Servus! Hallo. Fahr mal! Hoppala! Ach ja, Freunde, was ich vergessen habe, ich habe die LED-Blinker überarbeitet, weil der linke einen Wackelkontakt hatte. War aber jetzt keine Dramatik. Genau, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Abo da, lass ein Like da, Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal!